Krankmeldung per WhatsApp. WAF Betriebsrat heute. Aktuelle Urteile, spannende Fälle und neue Kommentare. Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Fabian Baumgart an mein Name, Rechtsanwalt, Arbeitsrechtler aus München. Ich bin eingeladen worden heute von Caro von Dir, ne? Ja. Eine hervorragende Juristin des WAF, hier in die wunderschönen Studios am Starnberger See. Und unser Thema ist eben die Krankmeldung per WhatsApp, denn da gibt's immer wieder Streitigkeiten drüber. Und du wirst mir sicherlich sagen können, wie muss ich mich eigentlich krank melden? Kann der Arbeitgeber mir das vorschreiben? Muss ich anrufen? Muss ich ihm schreiben? Muss ich ihm eine E-Mail schicken? Oder kann das auch per WhatsApp gehen? Ja, also da würde ich sagen, werfen wir erstmal einen Blick ins Gesetz. Das ist immer gut. Denn es ist ja überhaupt erstmal gesetzlich geregelt, dass ich mich krank melden muss. Also das Entgeltvorzahlungsgesetz, kurz EFZG, ist hier das maßgebliche Gesetz, was uns dazu was verrät. Und zwar in § 5 Absatz 1 Satz 1 heißt es, der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Jetzt steht da aber leider nicht drin, wie. Leider oder vielleicht für unseren Fall, Gott sei Dank. Ne? Ja, erstmal bedeutet es für mich als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, dass wenn ich krank bin, muss ich dafür Sorge tragen, dass diese Information zu meinem Arbeitgeber gelangt. Also, dass der Bescheid weiß, ich kann meine Arbeit nicht antreten. Im besten Fall so schnell, wie es geht. Also, wenn ich merke, am Freitagabend schon, kurz vor Dienstschluss, die Grippe trifft mich oder ich spüre erste Erkältungssymptome, dann kann ich vielleicht am Freitag schon mal Bescheid sagen, hey, ich fühle mich schlecht. Ja, aber ich muss mal ganz kurz das Fenster zumachen, da draußen hupt einer, wie ein Wahnsinniger. So, jetzt volle Aufmerksamkeit. Sehr gut. Und wo war ich stehen geblieben? Jetzt ja. Hast du mich vollkommen aus dem Konzept gebracht. Wunderbar, das wollte ich doch nur. Also du sagst, im Entgeltvorzahlungsgesetz steht erstmal ganz klar drin, das muss geschehen, unverzüglich, ist jetzt ein unbestimmter Rechtsbegriff und eine Form genau. Steht auch nicht drin. Und wann spätestens, es muss spätestens vorliegen zum Zeitpunkt, zu dem ich eigentlich die Arbeit aufnehme. Jawohl. Das heißt, wenn ich am Montag um 8 anfange, dann muss spätestens um Montag um 8 Uhr die Arbeitgeberin, der Arbeitgeber die Nachricht haben, ich bin arbeitsunfähig krank. Früher, was ist denn, wenn ich das gar nicht sagen kann, weil ich komatös im Bett vor mich hin vegetiere. Ja, Unmögliches wird hier natürlich auch nicht verlangt. Also klar, wenn ich daran gehindert bin, weil ich nicht sprechen kann, weil ich um Gottes Willen im Koma liege, dann bin ich dafür jetzt nicht gerügt. Dann werden vielleicht Familienangehörige auch Bescheid geben. Je nachdem, das wäre jetzt aber nicht so schlimm quasi. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, muss ich natürlich Bescheid geben, weil sonst ist es, sonst rechnet ja der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin mit mir und ich komme einfach nicht. Und wir müssen ganz klar sagen, Caro, es wäre eine arbeitsvertragliche Pflichtverletzung, die genau. Im Zweifelsfall auch abmahnungswürdig und genau. Im Wiederholungsfall vielleicht sogar kündigungswürdig genau. Wäre. So, und jetzt ist aber die interessante Frage, wie? Oft ist dazu gar nichts geregelt, weder im Arbeitsvertrag noch in sonstigen Vorgaben wie Betriebsvereinbarung oder ähnlichen, dann bedeutet das, dass ich erstmal sämtliche Kommunikationsmittel verwenden darf, die halt im Betrieb verwendet werden. Also wenn wir im Betrieb über E-Mail kommunizieren, darf ich natürlich per Mail mich krank melden. Wenn WhatsApp ein klassisches Kommunikationsmittel ist, auch im Betrieb zur Kommunikation zwischen Vorgesetzten und Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, dann kann ich durchaus auch WhatsApp benutzen. Super, also das ist doch im Prinzip die Beantwortung der Frage. Wenn das jedenfalls nicht völlig abwegig ist und das kommt zum Einsatz, ja, Mobiltelefone und auch WhatsApp, übrigens, werte Kolleginnen und Kollegen da draußen, streng genommen braucht man, wenn man als Firma WhatsApp benutzt, auch ein Firmen-WhatsApp-Account, wollte ich nur mal anmerken, machen die meisten nicht, steht aber in den AGBs von WhatsApp drin. Und dann könnte ich es also auch tatsächlich per WhatsApp machen, ja. Theoretisch schon, ja. Wie gesagt, es ist halt immer mein Risiko, dass die Nachricht auch ankommt. Deswegen ist natürlich die telefonische Benachrichtigung jetzt mal die sicherste Variante, weil ich natürlich so sicherstellen kann, dass meine Nachricht auch wirklich ankommt. Jetzt sagen natürlich viele, naja, es ist mir aber unangenehm anzurufen, kann man natürlich verstehen. Die größte Frage ist jetzt aber, kann der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin sagen, nee, WhatsApp wird dafür bitte nicht benutzt oder sowas wie, du musst anrufen, wenn du krank bist. Ja, der Arbeitgeber hat ein Weisungsbefugnis, der kann nur sagen, wie er es haben will, oder? Genau, also grundsätzlich, wenn im Arbeitsvertrag nichts Gegenteiliges geregelt ist, kann der Arbeitgeber hier natürlich eine Weisung erteilen und sagen, du musst anrufen zum Beispiel oder WhatsApp geht nicht. Wenn ich eine Weisung erhalte, dann prüfe ich auf erster Ebene ja immer, geht das überhaupt? Also konkretisiert das den Arbeitsvertrag oder ändert es das ab? Wenn im Arbeitsvertrag nicht steht, dann passt es. Und zweite Ebene ist aber natürlich immer, ist die Weisung auch billig? Also im Einzelfall gerecht. Also nicht kostet die nichts, sondern billig im Sinne von recht und billig. Ne? Genau, und in der Regel wird man tatsächlich annehmen dürfen, dass der Arbeitgeber verlangen kann, dass angerufen wird, weil das für ihn halt auch die schnellste Art ist, davon zu erfahren.
Wenn man mal daran denkt, vielleicht im Schichtbetrieb werden vielleicht nicht minütlich E-Mails gecheckt, sondern nur stündlich, und dann kann so eine E-Mail auch mal zu spät erst gesehen werden. Aber selbst wenn jetzt so ein Fall nicht vorliegt, solange man nicht irgendwie vorweisen kann, dass das für einen unzumutbar ist, halte ich das durchaus für zulässig. Genauso also, auch, wenn man es direkt im Arbeitsvertrag regelt. Individualrechtlich wohl zulässig, er kann es abändern. Aber ihr beim WRF, ihr seid ja einer der besten Schulungsanbieter für Betriebsräte. Und deswegen interessiert uns doch hier auch ganz besonders die Frage, wie sieht das denn aus? Wäre denn so eine Anweisung mitbestimmungspflichtig? Also mir kommt jetzt das Schlagwort Ordnungsverhalten in den Kopf, lieber Fabian. Vielleicht kannst du unseren Betriebsräten verraten, was man damit verknüpfen könnte. Naja, klar, wir sind hier in der Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten, § 87 Absatz 1 Nummer 1 Betriebsverfassungsgesetz, das Ordnungsverhalten, also nicht das originäre Arbeitsverhalten, das kann der Arbeitgeber natürlich mitbestimmungsfrei festlegen, aber der Betriebsrat hat überall dort mitzuhupen, wo es neben der Arbeit um Weisungen geht, die das Ordnungsverhalten betreffen, also wie verhalte ich mich daneben noch? Und diese Krankmeldung ist typischerweise ein Ordnungsverhalten, weil die nichts mit der eigentlichen Arbeitsleistungserbringung zu tun hat. Aber große Krux ist immer bei so Fragen, ne, kollektiver Tatbestand muss erfüllt sein. Wenn der Arbeitgeber jetzt einem einzelnen Arbeitnehmer anweist, du rufst mich bitte an, weil bei dir ist das immer so unsicher, dann würde ich sagen, ist der Kollektivbezug nicht erfüllt, kein Mitbestimmungsrecht. Wenn er aber eine abstrakt generelle Regelung aufstellt, er sagt also, alle, die sich hier krank melden bei mir, die haben bitte anzurufen. Und auch wenn das letztlich nur ein oder zwei trifft, weil nur ein oder zwei krank werden in nächster Zeit, ist der Kollektivbezug gegeben und dann hat der Betriebsrat auch ein Mitbestimmungsrecht. Ja. Genau. Und wer jetzt sagt, ach Mensch, ja stimmt, Thema Krankheit gibt es ja auch noch. Da gibt es ja noch viel mehr zu beachten, gerade wie ist das mit der AU, dem gelben Schein, der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, wann muss ich den vorlegen? Hier erwarten wir zumindest im nächsten Jahr Neuerungen bezüglich der elektronischen AU, dass man das vielleicht nicht mehr vorlegen muss. Wenn ihr mehr Informationen dazu haben wollt, dann schaut mal vorbei im Arbeitsrecht Teil 2. Da ist nämlich ein ganzer Block dem Thema Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall gewidmet. Oh, super, das mache ich auch nochmal. Jawohl, sehr gut, Fabian. Dann sehen wir uns dort, oder? Auf jeden Fall. Also, macht es gut, bleibt gesund und viel Spaß bei den Schulungen. Ciao, ciao.